So, die komplette Steuerkette ist jetzt demontiert und auch hier von der Ölpumpe. Wie man sieht, wie neu, hat sich auf jeden Fall gelohnt. Herzlich willkommen bei JMTech Fahrzeugtechnik. Mein Name ist Julian Maude und heute geht es um ein BMW 216i, so ein Active Tourer mit dem bekannten B38 Dreizylinder BMW Motor. Und das ist was Besonderes bei dem, weil das ist ein Vielfahrer, der ist Baujahr 2017 und hat mittlerweile schon 270.000 Kilometer drauf. Und jetzt macht aber die Steuerkette Mucken. Schon länger, ist öfters in Notlauf gegangen während der Fahrt, kommt dann im Display hier oben, blende es mal ein, Leistungsmangel, Antriebsstrang, fehlerhaft Werkstatt aufsuchen. Im Anschluss habe ich dann Fehlerdiagnose gemacht und dann war schon drin gestanden hier Kurbelwellen zu Nockenwellenversatz und ich kann es auch mal einblenden und noch ein Auslass-Nockenwellenfehler, meine ich, war drin. Also vom Prinzip her auf jeden Fall in Richtung Steuerkette die Problematik. Jetzt ist es aber so, ist ein bisschen schwierig halt bei so einem Fahrzeug mit so vielen Kilometern. Der Kunde hat aber gleich gesagt, dass er den auf jeden Fall weiterfahren möchte, weil der ist wie neu noch. Also auch von innen und so, vom Lack, tipptopp. Und der hat auch eine super Ausstattung. Also Navi, LED, also Full-LED-Scheinwerfer hat er sogar. Und fährt sich auch echt gut. Und dann sind wir so verblieben, dass ich erstmal einen Rundum-Check mache von dem Fahrzeug. Also Fahrwerk, Bremsen, alles Mögliche, wobei der auch richtig gut gewartet ist. Das heißt, der hat auch immer Ölwechsel so pünktlich gekriegt und auch die Inspektionsintervalle, die wurden also eher frühzeitig gemacht bei dem. Und ein Motorcheck habe ich noch gemacht, dass man halt nicht hingeht und es ist schon eine riesen Aktion hier bei dem Fahrzeug, dass man dann eben hingeht und die Teile erneuert, also die Steuerkette macht und dann hat aber vielleicht der Motor irgendwas. Das möchte ich ausschließen, sowas. Und habe dann noch Motorcheck gemacht, das heißt Kompressionsdruckprüfung und Brennraumendoskopie und habe mir so außenrum alles angeguckt, die Kühle, die Schläuche, Turbolade, also ein Cut ausgebaut und dann von der Verdichterseite kommt man nicht gut ran ans Verdichterrad, aber habe dann von der Abgasseite geguckt, ob es Wellenspiel oder so gibt, aber auch nicht. Und ja, ansonsten hat das Fahrzeug dann so einen guten Eindruck gemacht, mir gegenüber auch, dass wir dann beschlossen haben, wir führen die Reparatur durch. Gesagt, getan quasi. Ich habe einige Schritte gefilmt und auch ein bisschen was erklärt. Aber seht ihr selbst, viel Spaß dabei. So, wir werden jetzt noch Kompressionsdruckmessungen machen. Messsystem ist angeschlossen. Wir fangen jetzt mit dem ersten Zylinder an. Machen wir mal das Gepiepse aus. Also Gas voll durch und dann können wir mal starten. Also, Zylinder 1. Schauen wir mal, was er hat. Ah, sieht sehr gut aus. Zwischen 15 und 16 Bar, also 15,5. Ich habe momentan leider mein Stativ nicht. Aber ich werde jetzt so die anderen drei Zylinder machen, nach und nach. Und dann euch das Ergebnis natürlich durchfunken. So, auch der zweite und dritte Zylinder haben beide jeweils 15 Bar. Somit steht der Reparatur eigentlich nichts im Wege. Mir ist jetzt auch nichts Gravierendes anderes aufgefallen. Also es bedeutet, die Steuerkette hier an dem Motor zu machen, ist auf jeden Fall, lohnt sich auf jeden Fall. Und auch bei der Brennraumendoskopie war jetzt irgendwie nichts Auffälliges. Und klar, hier und da ein paar Ablagerungen auf dem Kolbenboden und auch die Ventile. Da kann ich den Kunden noch fragen, ob ich hier noch die Ansaugbrücke demontiere und die
Einlassventile strahle und das kläre ich aber alles noch ab. Und ansonsten kann es dann losgehen mit der Reparatur. So, der Ventildeckel ist demontiert und auch unten Steuergehäusedeckel, also natürlich vorher Getriebe ab. Steuergehäusedeckel ist demontiert. Kurbelwelle ist abgesteckt, oder war abgesteckt, jetzt auf der Position ohne Schwungrad nicht. Dafür aber die Nockenwellen. Und es war ungefähr so, ich schätze mal so ein Zahn ungefähr Versatz, aber gleichmäßig. Also Einlassen, Auslass, Welle war ein bisschen Versatz drin, die musste ich ein bisschen verdrehen. Aber also für die Kilometer echt überschaubar. Also habe mich jetzt ein bisschen gewundert. Nockenwellen, man sieht natürlich, dass immer gut Ölwechsel gemacht wurde. Das sieht echt super aus. Also kaum eingelaufen, klar, ein paar Laufspuren drauf, aber jetzt alles super, wirklich. Auch die Exzenterwelle hier unten, die macht jetzt auch noch einen guten Eindruck vom Ding her. Also das ist, was man jetzt sehen kann. Das Einzigste, was noch mitgemacht werden müsste, sind hier die Nockenwellenräder, die Nockenwellenversteller. Und zwar, ich weiß nicht, ob man das sieht, aber die sind ziemlich eingelaufen hier. Also zwischen den Zehen der Spalt, der ist halt ja viel zu groß. Man sieht auch die Abdrücke von der Steuerkette. Und es ist halt wie, ist da jetzt mal ausgewaschen. Ist ja klar, also da läuft ja die Steuerkette drüber und die sind auch schon richtig spitz geworden, ne, die Zähne hier, wie man sieht. Auslassseite, da sieht man die Abdrücke halt schon extrem, aber Einlassseite auch. Also die müssen beide neu, definitiv. Die sind auch schon so ein bisschen schief, die Zähne da. Und auch in der Mitte die Laufflächen, da sieht man es besser. Jetzt stellt er nicht scharf. Ja, aber das sind halt richtige Abdrücke. Auch an der Kette an sich. Gut, das kann ich jetzt nicht einfangen hier, wie es aussieht. Aber die hat auch schon richtig Materialabtrag hier gehabt. Ne? Also es muss alles neu. Neue Spanne, neue Kettenführung, Spannschiene, Gleitschiene quasi. Und hier unten das Gleiche. Und das Zwischenrad kommt auch neu. Das ist mal der Satz, der da reinkommt. Und auch unten die Ölpumpenkette plus Ritzel. Mach mal direkt mit, auch wenn da jetzt nicht so die enorme Belastung ist. Gut, hier unten das Ritzel von der Kurbelwelle muss natürlich drauf bleiben. Da kommt man nicht drum herum, weil das gibt's halt einzeln nicht. Ne? Da müsste eine neue Kurbelwelle rein. Die ist quasi drauf geschrumpft. Genau, was halt noch ist bei BMW, das, was ich schon angesprochen hatte, hier, ich muss da eben die Taschenlampe ablegen. Hier ist die Auslassnockenwelle. Und hier das Teil hier. Das ist Inkrementenrad, heißt das. Und es ist auf die Nockenwelle draufgeschrumpft. Also quasi, oder gepresst, wie auch immer. Und es gab jetzt schon Fälle, wo sich das Inkrementenrad gelöst hat von der Nockenwelle. Und dann passt eben die Position nicht mehr. Und der Sensor erkennt dann halt da auch einen Fehler. Gab es auch schon. Man kann das halt nicht prüfen. Also da gibt es keine Methode. Weil das so minimal dann im Versatz ist. Also ich weiß nicht, ob BMW da vielleicht schon Lehre für hat, für einen ausgebauten Zustand. Aber so im eingebauten Zustand ist schwierig. Ich gucke mir nachher nochmal ein Bild an, was ich mal damals gemacht hatte beim anderen, wo das okay war. Und gucke, ob ich so grob einen Versatz feststellen kann. Ich hoffe natürlich nicht, weil das wäre natürlich blöd. Aber wenn das sein sollte, dann könnte man die Auslassnockenwelle auch noch nachträglich montieren. Wäre natürlich schon wieder ein Aufwand. Aber zumindest kann das Getriebe und so dranbleiben. Aber ich will jetzt nicht einen Teufel an die Wand malen. Das sehen wir dann. Aber das sehen wir natürlich erst, wenn alles wieder montiert ist und läuft. Ne? So, die komplette Steuerkette ist jetzt demontiert und auch hier von der Ölpumpe die Kette plus Ritzel. Wird alles erneuert. So sieht das Ganze dann aus. Hier oben die Nockenwellenversteller sind ab. Und da war auch der Hund begraben, quasi. Und zwar, ich muss mal eben das Licht umstellen, ne? Zack. Das sind die Teile. Und
Da ist das Zentralventil vom Nockenwellenversteller Auslassseite, also Auslassnockenwelle. Und da hat, wie es aussieht, hat er sich aufgelöst. Also da ist es siebenmal wieder defekt hier. Also es ist komplett eingerissen. Wie es auch schon bei dem anderen, bei dem Einser war, im Video, war auch das Sieb defekt. Und da liegen auch ein paar Pocken drin hier. Sieht aus wie Dichtmasse oder so. Ja, aber jeder kann es erkennen. Einlassseite hier sieht gut aus. Da ist nur ein kleiner Partikel da dran. Es wird natürlich gereinigt. Aber das Sieb ist gut. Das ist wie bei dem anderen. Wer es noch nicht gesehen hat, beim 1.16i-Video, was ich gemacht habe, da war es genauso. Auch hier quasi die Auslassseite. Auch eingerissen, das Sieb. Wenn das Sieb einreißt, dann zieht er da halt auch den Schmutz durch. Und dann können halt auch so Sachen wie hier jetzt, das, ich weiß nicht, wo das herkommt, der Rest von der Dichtmasse hier, also es scheint Dichtmasse zu sein, ja, der zieht sich dann komplett hier durch den Nockenwellenversteller durch. Das ist hier der, in dem Fall. Und das Ventil gibt ja die Ölbohrung frei und dann läuft quasi verunreinigtes Öl hier in den Versteller rein und der geht dann kaputt. Also innen drin, der verstellt dann nicht mehr oder bleibt hängen oder wie auch immer. Das war dann bei dem halt auch der Grund, warum der Fehler abgelegt wurde, der Auslassnockenwelle fehlerhaft. Aber es ist halt nicht nur der äußerliche Verschleiß, wie man jetzt hier nochmal im ausgebauten Zustand echt gut sehen kann, wie abgenutzt das ist hier, die Zahnräder. Ne? Also schon enorm, ne? Aber klar, für die Kilometerleistung normal. Aber ist leider auch nicht ganz billig. Ne? Da kostet ein Steller, den gibt es momentan nur bei BMW Original. Ich hatte gehofft, dass ich den bei Ina Parts bekomme, weil das sind ist der Erstausrüster von den Dingern. Aber da kostet einer 670 Euro. Ein Nockenwellenversteller. Mal zwei, weil es ist auch ja, Quatsch, da jetzt nur einen zu machen. Weil dann wird nämlich die Kette durch den hier. Boah, hier ist brutal. Hier sieht ja jeder. Einlassnockenwelle. Nockenwellenversteller. Auch ziemlich eingelaufen hier. Ja. Genau, deswegen werden beide halt gemacht. Ne? Das ist alles andere, bringt nichts. Genau, dann hier Ölpumpenritzel. Haben wir hier unten. Das wird auch mitgemacht. Auch wenn da natürlich die Belastung jetzt nicht so arg hoch ist. Aber wenn man schon dabei kommt, auch die Kette neu, dann ist hier noch so ein Zwischenrad mit Lager. Das ist aber alles mit im Satz enthalten. Macht man natürlich auch alles neu. Spanne von der unteren Kette. Ja, der ist aufgegangen hier. Genau. Und noch der Spanner von der oberen Kette. Das ist einfach nur hier so ein Bolzen, der dann nochmal hier unten eine Bohrung hat. Da, die Bohrung hier. Die sorgt dann für einen Öldruck, dass der Druck dahinter kommt. Ja. Ansonsten sieht eigentlich alles gut aus. Sogar die Laufschienen hier. Klar, die sind auch eingelaufen, ne, wie man sieht. Aber vollkommen okay. Also nichts gebrochen oder ähnliches. Die hier auch nicht. Ja, klar. Da ist halt diese Kleidschicht, nenne ich es jetzt mal. Also ist ein bisschen rau hier. Aber. Also ich bin überrascht von dem Motor, muss ich ehrlich sagen. Tipptopp. So, der Kettensatz ist nun montiert. Motor ist auch schon zweimal durchgedreht und jetzt abgesteckt. Hier unten neben Kurbelwellen-Arretierwerkzeug. Oben sind die zwei Klötze drin von der Nockenwellenarretierung. Neue Nockenwellenversteller sind eingebaut, Ausgang, Eingang und hier beim Auslassversteller auch ein neues Zentralventil. In der Mitte das mit dem Sechskant. Da war ja das alte kaputt, da war das Sieb gerissen und auch verschmutzt und so.
Genau, Kettensatz oben beinhaltet quasi hier die Steuerkette, Spanne und auch die Gleitschiene und auch den oberen, die obere Gleitschiene da und den dicken Kettenspanner. Und Kettensatz unten den kleinen Spanner, dann Spannschiene, Gleitschiene, Zwischenrad, da ist auch die Schraube mit dabei. Und klar, die Ketten. Es ist jetzt von Febi, aber wie man sieht, steht die Original-BMW-Nummer drauf, trotz allem. Beim Kettenspanner auch, da ist nur die Originalnummer ausgraviert, beim oberen zumindest. Also es ist eigentlich 1:1 das Gleiche. Genau, hier auch Ölpumpenkette ist neu. Neue Schrauben überall und Bolzen, die sind nicht mit dabei beim Kettensatz. Muss man dann separat ordern, bei BMW alles. Ja, ansonsten geht es dann gleich weiter mit dem Stirndeckel wird aufgeklebt, also Steuerkettenkasten quasi. Unten die Ölwanne wird auch eingeklebt und dann ist es wieder dicht. Dann kommt das Schwungrad drauf, Kupplung, Getriebe rein und dann hängt mal der Motor wieder fest, schön. Und dann mache ich auch oben weiter dann mit der Montage hier von Einspritzventilen. Die müssen dann auch noch rein. Die werden jetzt noch gereinigt und dann passt das. So, das Getriebe ist wieder drin und jetzt bin ich hier oben am Zusammenbauen. Hier nochmal der Kettentrieb von oben. Schön mit den Einlass- und Auslastsockenwellenverstellern, die neuen. Und genau, hier, das hatte ich gemeint mit dem Ausgravierten hier. Da stand mal irgendwann die BMW-Nummer. Das haben sie dann weggraviert. Ja, und hier nochmal die schönen Nockenwellen zu sehen. Hier. Und sowieso, da wurde immer Ölwechsel gemacht und alles. So sieht es auch aus. Also schön sauber, golden alles. Keine Ablagerung, gar nichts. So muss es sein. Ja, jetzt kommt der Ventildeckel drauf. Wird montiert. Dann die Einspritzventile, die kommen noch rein, bestückt mit neuen Dichtungen natürlich. Und dann geht es weiter mit dem ganzen Kabelsalat hier. Und was ich auch noch machen werde, hier die Einlassventile strahlen. Wenn wir schon dabei sind, hier mache ich das auch noch. Die Kanäle sehen auch also echt sehr gut aus. Aber unten hier die die Ventile an sich, dann brauche ich mal eben die andere Lampe. Die sehen eigentlich auch noch erstaunlich gut aus. Aber wenn schon mal offen ist hier, können wir die auch mitmachen. Das ist okay. Jetzt. Da mache ich gleich schon mal ein Video von. So, ich weiß nicht, ob man es einfangen kann. Ist richtig. Ist halt ziemlich weit unten, ne? In dem Fall. Aber so ist schon besser. Da jetzt. So sehen die aus. Ist jetzt nicht tragisch. Also die sind jetzt nicht extrem schlecht. Oder zu, besser gesagt. Aber ja, wenn wir schon dabei sind, mach mal das mit. Der dritte sieht eigentlich am besten aus hier. Da wäre jetzt gar kein Bedarf. Aber der Ventil schafft zumindest. Hat ein bisschen was. Ja, das wird auf jeden Fall gestrahlt. Dann sehen die wieder aus wie neu. Und dann speedet sich ja jetzt an, jetzt wo das Ansaugrohr demontiert ist. So, die Ventile sind gereinigt. Wie man sieht, wie neu. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und jetzt kann der Ansaugkrümmer hier drauf kommen wieder. Und dann wäre eigentlich schon noch ein bisschen hier Kabelsalat. Und hier Batterieblech unten, also das Plastikkrabens, Verkleidung noch ein bisschen montieren.
Dann hier fehlt noch die Spitleitung zur Hochdruckpumpe und dann hätten wir alles. So, Motor läuft. Ja, läuft mit dem Drehzahl stabil. Und hört sich alles soweit gut an. Ich lasse den jetzt mal noch schön warm laufen und dann wird noch Ölstand kontrolliert über das Steuergerät. Können wir hier mal noch die Fehlercode-Auslese machen. Keine Fehler erkannt. Ist schon mal gut. So. Und dann kann es auch schon später losgehen auf Probefahrt. Hier muss ich noch die Verkleidung dran machen und die Antriebszelle festziehen beidseitig. Dann kommen die Räder drauf und dann kann es losgehen in der Runde. So, wie immer nach so einer Aktion wird eine ausgiebige Probefahrt gemacht. Ich bin jetzt hier auf der Autobahn, ist leider ziemlich viel Verkehr. Aber das Auto läuft echt gut und ja, mein Tester habe ich auch dabei. Da werden noch verschiedene Parameter kontrolliert, also zum einen Temperaturen, Ladedruck, Phasenverstellung von der Nockenwelle und so weiter, ob das alles funktioniert. Das sieht alles bisher echt gut aus, nimmt auch schön Gas an und genau, Verbrauch ist auch echt perfekt. Also, wie der Kunde schon meinte, der fährt den so mit so 5,5 Liter. Also deutlich unter 6 Liter fährt er den. Und ja, gibt momentan nichts auszusetzen. Nach der Probefahrt kommt er nochmal auf die Bühne für eine Sichtkontrolle, ob alles dicht ist. Und dann kann er wieder zum Kunden. So, ich gucke jetzt mal bei ES auch 100, dass ich gleich mal noch ein bisschen eine höhere Last fahre. Und dann passt das. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und es wird so viel gemeckert über den B38 Motor. Da wollte ich euch jetzt mal zeigen einfach, dass der gar nicht so schlecht ist. Also gibt eigentlich nichts auszusetzen bei guter Pflege. Ist jetzt halt auch, ist ja jetzt mal ein Musterbeispiel, wie man mit seinem Auto umgeht bei den Kunden. Also hat man ja deutlich gesehen, der hat immer Ölwechsel gemacht und also vor den 30.000 Kilometern definitiv. Und das empfehle ich auch bei dem. Alle 15.000 bis 20.000 Kilometer Ölwechsel und Steuerkette machen lassen. Und dann kann da eigentlich nichts schief gehen. Und da lohnt sich auch so ein Invest wie hier jetzt mit den Nockenwellenverstellern, Steuerkettensatz und so weiter. Gehen natürlich auch unter Arbeit, weil das, ja, das waren jetzt knapp 20 Stunden Arbeit mit allen Pipapo. Ist schon enorm, aber ich sag mal, wenn man vor der Entscheidung steht, entweder das Auto, was man schon hat und auch zufrieden mit ist, vor allem ist er auch super ausgestattet hier, also mit LED, Navi, Bremsassistent und so Kram. Da kann man dann ruhig dann das Geld noch investieren, wieder in irgendwie billig zu verkaufen, weil er defekt ist und sich dann irgendwas Neues für 30.000, 40.000 Euro anschaffen, was Vergleichbares. Das ist halt immer die Frage. Deswegen, also ich finde es gut, dass Leute die Fahrzeuge durchreparieren lassen. Ist auch im Sinne der Nachhaltigkeit quasi, denke ich, das Beste, wenn man die Sachen so lange nutzt, wie geht und wenn halt alles andere noch wirklich gut ist. Also, genau. Dann, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Macht's gut. Lasst, wenn es euch gefallen hat, einen Daumen nach oben da und ein Abo. Die bin ich noch am Sammeln. Und ansonsten alles Gute euch. Ciao.